Turo Dusseldorf, save this club. Turo Dusseldorf. They're taking away the clubs, they've taken away everything. And they're wondering why they have problems with idiots on the streets. Give it back to the people now. Make love, not far. Turo, Turo, we love Turo, Turo. Peter Mayer, ay, 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 ay. 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 Wenn ich daran denke, dass das früher alles Asche war, alles hinterm Tor, hier auf die Dings, hier in der Tribüne, da war ja alles brechenvoll mit 23.000, 30.000 Zuschauern hier am Turoplatz. Das war ja was, dass man für Turo spielen konnte. Die waren ja immer Stadtmeister und nicht Fortuna, sondern Turo. Wie viele Spieler sind aus Turo hervorgekommen, die nach große Vereine gegangen sind, wie meine Wenigkeit, Fortuna, Fritz Ebert, Köln, Neuschäfer, kommen alle hier aus Turo. Ich bin Lukas Reitz, Kapitän von 1880 Turo Düsseldorf. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, das unterstützt in diesen schweren Stunden. 1, 2, 3, Team! Bei Turo gefällt mir, dass es halt noch echt ist, ehrlich ist, man ist halt nah dran. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon ein paar Aufnahmen gemacht. Die S-Bahn fährt im Hintergrund hin und her. Ich bin vor 14 Jahren bin ich nach Düsseldorf gezogen und dann habe ich den Verein für mich sozusagen, ich glaube, im zweiten Jahr oder im dritten Jahr entdeckt. Ich glaube, der Mensch sehnt sich auch so ein bisschen nach Entschleunigung und die bekommt man hier, weil dieser ganze Profifußball, der halt so krass nach vorne drängt und immer mehr will und das sind ja eigentlich nur noch kommerzielle Maschinen, Unternehmen, sage ich mal. Das fühlt sich hier anders an. Wir sind in den Brennpunkt Oberbilk. Unseres Ziel ist immer, die Tür morgens hier zu öffnen, damit die Kinder hier ihren Spaß haben und wir die Kinder von der Straße holen. Oberbilk ist dafür bekannt, unheimlich bunt zu sein, unheimlich abwechslungsreich in den Nationalitäten zu sein. Und ich glaube, dafür steht auch Turo. Was spielst du bei den Toren? Chelsea Dagger von den Fratellis. War was anderes. Wir sind ja hier nicht Grammar Lammer Ding Dong und so weiter. Ja! Die Tore wird nie untergehen! Die Tore wird nie untergehen! Wir gehen ja wegen der Turo, nicht wegen der Liga. Wir sind ja nicht im FC Hollywood, ne? Arndt, ich hoffe, die Rettung, die läuft. Ich hoffe, dass diese Tradition nicht enden wird. Und wir geben alles für den Verein. Wir würden dich auch gerne mal einladen. Wenn du Lust auf ein schönes Fußballspiel hast, dann komm vorbei. Vielen Dank euch. Wirklich. Danke. Es ist jetzt alles sehr kompliziert, aber ich kann euch verraten, dass ihr, wenn ihr jetzt ganz geschickt klickt, dass ihr sowohl die ganze Zeigler-Sendung in der ARD-Mediathek sehen könnt, aber auch Videos, die euch möglicherweise auch gefallen könnten. Müsst ihr euch entscheiden.